Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Oblivion-Part hier in der Kaiserstadt. Ja, mein nächster Auftrag führt mich direkt in die Kaiserstadt. Ich habe nämlich jetzt meinen ersten Auftrag von Ulceva erhalten, weil Vicente Valtieri hat keine Aufträge mehr für mich. Und ich soll jetzt hier einen Hochelfen namens Felian finden und töten. Und das Problem ist, dass niemand von der Dunklen Bruderschaft wirklich weiß, wo er genau in der Kaiserstadt zu finden ist. Jetzt hat man mir halt den Tipp gegeben, irgendwelche anderen Hochelfen zu befragen. Und genau das werde ich auch tun. Ich muss irgendwie rauskriegen, wo ich ihn finden kann. Aber nachts ist das jetzt ein bisschen blöd. Die sind ja alle am Pennen, also werde ich gleich mal ein wenig warten. So 7, 8 Stunden. 8 Stunden am besten. Dass wieder die Sonne aufgeht. So, jetzt ist es 7:30 Uhr morgens. Es genügt eigentlich auch, irgendeinen x-beliebigen Hochelfen auf Felian anzusprechen. Dann sollte man schon ein bisschen mehr erfahren. Wo stecken die denn alle? Hallöchen. Meine Güte. Noch ein Stündchen warten. So, 8:30 Uhr. Jetzt haben wir auch die Geschäfte offen. So. Okay, Moment mal, ich glaube beim mystischen Warenhaus gibt es doch einen Hochelfenhändler. Den werde ich am besten fragen, weil der kennt sicher viele Leute. Genau, Kalindil. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ja, kennst du zufälligerweise Felian? Felian, sagt ihr? Oh ja, ich weiß, wer er ist. Ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, um genau zu sein. Ich glaube, er lebt im Tiber Septim Hotel. Das liegt im Talos Platzbezirk hier in Kaiserstadt. An eurer Stelle würde ich dort nachfragen. Ah, na seht ihr? Interessant, im Tiber Septim Hotel also. Dankeschön für diese Info, lebt wohl. Schönen Tag. Ja, gleichfalls. So, das Tiber Septim Hotel. Elfengartenbezirk? Nee, ich muss hier zum Talosplatzbezirk. So. Es ist... Ihr seid es. Ja, ich bin's. Und ich sehe auch so total nicht verdächtig aus. So, hier haben wir das Tiber Septim Hotel. So, ich werde am besten gleich mal hier bei der Rezeption fragen. Willkommen im Tiber Septim Hotel. Ich bin Augusta Kalidia, eure Wirtin. Okay, also ich weiß ja, dass sich das nicht unbedingt gehört, nach anderen Gästen zu fragen, aber ich suche jemanden, der Felian heißt. Felian? Und ob ich den kenne? Ein richtiger Tagedieb ist das. Er wohnt hier und zwar mit seinem Schatz Atraena. Ich verstehe nicht, was das arme Mädel an dem findet. Atraena zahlt das Zimmer, ihr Essen, alles. Ich glaube, sie ist recht wohlhabend. Felian hatte früher auch mal Geld, war ein richtig feiner Herr. Doch das war, bevor er anfing mit dem, ihr wisst schon, Sko-Oma. Jetzt ist Felian fast nie da. Schätze, er gibt sich irgendwo Sko-Oma oder sucht in der Stadt danach. Jeden Abend kommt er zu Atraena, bleibt jedoch nur ein paar Stunden. Bei meiner Treu, wenn dieser Hochelf so weitermacht, hat er bald ausgespielt. Na, das ist ja interessant. Das heißt, mit anderen Worten ist Felian ein Drogenjunkie. Auch ihr. Vor allem immer dieses verdammte Skoma, da hatten wir doch schon einmal eine kleine Mini-Quest, könnte man sagen. Wo ich ja so einen Skoma-Dealer ausgeschaltet habe. Da in der Nähe von Leowin war das ja, glaube ich, hier bei... Wo war denn das nochmal? Hier bei Grauland, genau. So, Tiber Septim Hotel. Na gut, ich werde mal versuchen, ihn irgendwie hier ausfindig zu machen. So, wo ist er? Aha, hier hinten irgendwo. Oh mein Felian. Ach, das ist Atraena. Warum musst du unser Leben ruinieren? Ja, mein Herr, wie kann ich euch behilflich sein? Ich suche Felian. Bitte, ich...
Ich will euch nicht belasten, aber ich denke, ich kann euch vertrauen. Ich weiß einfach nicht, was ich mit Felian machen soll. Das Einzige, was ihm wichtig ist, ist Skooma. Er war so ein hübscher junger Mann, aber er hat alles verloren. Sein Aussehen, sein Geld, seine Selbstachtung. Ich bin ihm ein paar Mal gefolgt, um zu sehen, wo er hingeht. Er durchstreift die Stadt nach Skooma und geht dann für diverse Stunden zu Lorkmirs Haus. Das ist im Elfengartenbezirk. Ich glaube, das Haus ist verlassen. Deshalb geht er dorthin, um dem Leben zu entfliehen und sein Skooma zu nehmen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ihr seid ein guter Freund. Ich hoffe nur, dass sich mein Felian wieder fängt, sonst bringt ihn dieses schreckliche Skooma noch um. Wenn du wüsstest. Nun gut, danke. Lebt wohl. Gut, also Felian scheint jetzt gar nicht hier zu sein. Sondern eventuell, wenn es von der Zeit her passt, bei Lorkmirs Haus im Elfengartenbezirk. So, Aha, das wäre da drüben. Elfengartenbezirk, das heißt von hier aus eigentlich to the left. Hier hin? Nee, nicht hier hin, da lang. Es ist... Ihr seid... Ja, ja, komm halt, halt's Mäulchen, hier ist keine Zeit jetzt. So. Gut, normalerweise brauche ich ja sogar ein Fläschchen Skooma, aber ich glaube, ich habe da jetzt gerade gar keins dabei, oder? Kann das sein? Nee, habe ich auch nicht. Naja, das könnte ich mir ganz rasch aus meiner Villa Flugfels besorgen. Da habe ich ja eh einiges gelagert. So, wo ist denn jetzt eigentlich Lorkmirs Haus? Ach, das ist gleich hier. Okay, ich hoffe nur, dass mich jetzt keine Wache bemerkt. So, der Typ. Ach so, okay, ich lass den noch hier vorbeigehen. Was für ein schöner, bewölkter Tag. So, der haut hier ab. Der ist hier und dann... breche ich hier mal kurz ein. So, komm, das geht schneller. So, irgendwo hier muss er jetzt sein. Alter, sieht sie wirklich ziemlich runtergekommen aus. Ist er vielleicht im Keller? Nee, der müsste eigentlich... Oder ist er oben? Ah, Lorkmirs Privatgemächt, ich wette, er ist hier oben. Doch nicht. Wo steckst du? Ja, wo ist er denn? Oh! Was zur Hölle? Das ist Lorkmir und der ist tot? Oh oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Heilige Scheiße. Ein Stahldolch liegt daneben... Alter, jetzt sag bloß, dass Felian in seinem Drogenrausch Lorkmir umgebracht hat. Oder wie lange liegt er denn schon hier? Heiliger Bimbam. Okay, ja. Leiche wird gelöscht. Den Dolch lasse ich aber mal liegen. Sonst wäre das wieder Diebstahl. Aber wo zum Teufel ist Felian? Wo steckt dieser Idiot? Der muss irgendwo... Ach so, nee, Quatsch. Der Pfeil zeigt zwar dahin, aber er ist nicht hier, weil es von der Zeit gar nicht passt. Dann werde ich mal ganz schnell zu meiner Villa Flugfels reisen und mir da ein Fläschchen Skooma mitnehmen, weil das brauche ich nämlich, um mich quasi mit ihm anzufreunden. Da könnt ihr mal sehen, was Drogen alles anrichten können. Drogen sind scheiße, merkt euch das. Gebt Drogen keine Chance, sage ich immer. Das ist mein voller Ernst. So, irgendwo hier müsste ich noch ein paar Fläschchen haben. Ah, 4 Fläschchen Skooma, ne? Das habe ich ja eh damals vom Grauland mitgehen lassen. Da reicht mir 1. So. Und jetzt gleich wieder zurück. Eine Münze für einen Versehrten. Nein, nicht unbedingt.
Boah, was für ein Sauwetter ist das denn hier? So. Da ist er! Hey, 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 wie, was, wo, was macht ihr hier? Ihr seid nicht mein Freund. Was, ihr wisst schon, was wollt ihr? Also, wir sehen schon, er kann nicht mal einen klaren Satz formulieren. Psst, ruhig jetzt, Zeit zum Schlafen. Schlafen, aber, nein, ich bin nicht müde, ich bin ganz munter, ich habe jede Menge Energie. Das Kooma, ich spüre es in meinen Adern. Okay, Moment mal. Hey, hey! Oder ich will eure Seele filieren. Meine Seele? Wow, ja, gut. Ja, das klingt fein. Ihr könnt meine Seele haben. Kann ich auch eure Seele haben? Oh. Also meine Seele kriegst du nicht. Hey. Und was ist, wenn ich nichts sage? Ja. Ihr seid irgendwie komisch, wisst ihr das? Aber das ist nicht schlimm. Ich mag Verrückte, und Skooma. Aha. So. Jetzt wissen wir das, Felian. Felian? Hey, so heiße ich. Ja, ich bin Felian. Skooma, oh ja. Ihr wollt mein Freund sein? Ich sag euch was. Skooma ist das Einzige. Das Einzige, was ich will. Besorgt mir etwas. Aufgepasst, Skooma, wisst ihr, was das ist? Beschafft mir etwas, Skooma, und wir werden die besten Freunde, verstanden? Habt ihr jetzt etwas, Skooma? Weil ich kann sofort euer Freund werden. Ja, ich habe hier Skooma. Ihr habt Skooma? Oh, mein Freund, ja, nun seid ihr mein Freund. Danke, vielen Dank. Hey, wo wir jetzt quasi Freunde sind, wollt ihr mit zu mir kommen in meine spezielle Absteige? Es ist nicht weit weg. Wenn ihr wollt, kommt zu Lorgmirs Haus. Ich bin jeden Tag dort. Jeden Tag von 11 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Dort kann ich schön entspannen. Lorgmir ist nicht mehr da. Ich nutze sein Haus. Hier ein Schlüssel für euch. Kommt wann immer ihr wollt. Also dann? Ach ja, also sein Haus liegt im Elfengartenbezirk. Also, hoffe euch bald dort zu sehen. Mein neuer Freund. Lebt wohl, mein Freund. Ja, Skooma entfernt. Lorgmirs Hausschlüssel hinzugefügt. Tja, vorhin bin ich eingebrochen und jetzt, wir sehen, er ist eh nicht ganz dicht. Das habe ich wieder ein bisschen anders gemacht als üblich. Normalerweise hätte ich ihn auch anquatschen können, wenn er irgendwo in der Kaiserstadt unterwegs ist. Und dann hätte er mir genauso, wenn ich ihm jetzt Skooma ihm gebe, hier den Schlüssel geben und dann hätte ich ihn hier treffen können. Aber da er jetzt eh schon hier ist, werde ich ihn jetzt einfach abmurksen. Weil er hat sein Leben sowieso total verpfuscht. Oh, hey, ja, reden wir später. So, ja. Tot. So, Felian ist tot. Ich tötete ihn in Lorgmirs Haus, ein sicherer Ort ohne Zeugen. Ich muss jetzt zur Zuflucht zurückkehren, mit Uche versprechen und meine Belohnung und Bonus empfangen. So. Hat er noch irgendwas dabei? Na klar, das Fläschchen Skooma, was ich ihm gegeben habe, das nehme ich jetzt wieder an mich. 3 Goldmünzen, einen eisernen Dolch, ein Bronzeamulett und der Rest interessiert mich nulpe. So. Und weg ist er. Ja, also ist leider ein bisschen anders abgelaufen, als ich mir das gedacht habe. Normalerweise hätte ich ihn ja irgendwo anders treffen können und dann hätten wir uns hier nochmal getroffen. Aber egal. Jetzt ist er tot. Ich gehe stark davon aus, dass er auch Lorgmir in seinem Drogenrausch umgebracht hat und kann sich, dass er sich einfach nicht mehr daran erinnern konnte. Aber ist jetzt eigentlich auch schnurzpiep egal. Ich habe meinen Auftrag erledigt und kann wieder zu Uceva.
So, und diesmal kann ich ja wenigstens endlich durch den Brunnen einsteigen. Was ja deutlich schneller geht. So, hier. Es füllt mein Herz mit Freude, euch wiederzusehen, Bruder. Na, ist doch schön. Der Hochelfelian schwimmt nun im Mahlstrom der Dunkelheit zu Füßen des fürchterlichen Vaters Sittis. Und es gab auch keine Zeugen für euer Tun. Dank der von euch geübten Vorsicht wird Hauptmann Philida die dunkle Bruderschaft nicht verdächtigen und sich daher nicht in unsere Angelegenheiten einmischen. Hier habt ihr eure Belohnung und einen Bonus. Beides ist wohlverdient. Geht nun und ruht euch aus. Möge die Mutter der Nacht über eure Träume wachen. Gut, jetzt habe ich gerade einen verzauberten Bogen namens Schattenjagd bekommen. Wow, na der hat aber auch interessante Effekte. Untote vertreiben bis zur Stufe 27 auf Treffer. Schaden, Lebensenergie und Magie 17 Punkte auf Treffer und Anfälligkeit für Gift 17% auf Treffer. Benutzungen 115. Na, interessant. Werde ich gleich mal hochreparieren. Jetzt hat der dabei eine Angriffskraft von 2. Und jetzt immer noch von 2. Aber halt mehr Lebensenergie, also hält länger aus. Gut, ja, ich will gleich meinen nächsten Auftrag haben. Ich habe noch einen Auftrag, wenn ihr bereit seid. Einer, bei dem ihr unbedingt unerkannt bleiben müsst. Ach, schon wieder so ein eine Geheimnistuerei, ne, wenn es unbedingt sein muss. Tief im Westen lebt ein grausamer Bandit mit seiner ihm treu ergebenen Söldnertruppe. Diesen Banditen sollt ihr töten. Akzeptiert ihr diesen Auftrag? Ja, natürlich nehme ich an. Hervorragend. Hört nun gut zu. Versteckt in den Bergen im Westen liegt Festung Sutsch. Dort leben der Bandit Roderick und seine Söldnerkumpane. Vor kurzem nun ist Roderick schwer erkrankt. Seitdem liegt er bewusstlos danieder. Und nur die tägliche Dosis einer starken Medizin hält ihn am Leben. Ihr müsst in die Festung Sutsch eindringen. Rodericks Medizin finden und sie durch eine Giftflasche ersetzen, die ich euch gebe. Dabei darf euch jedoch niemand sehen. Der Auftraggeber will, dass es so aussieht, als wäre Roderick an seiner Krankheit gestorben. Also, größte Diskretion. Kämpft mit keinem, zeigt euch keinem. Sieht man euch, wird Roderick das Gift nicht erhalten und muss auf andere Weise getötet werden. In diesem Fall hättet ihr natürlich euren Bonus verspielt. So, Rodericks Gift hinzugefügt. Quest beendet, Auftritt der Eliminator. Quest angefügt, schlechte Arznei. Gut, Freunde, ich werde aber den Part mal lieber beenden. Vielleicht ein bisschen frühzeitig, weil ich sehe, dass es schon wieder leicht ruckelt. Also könnte meine Festplatte wieder zu voll werden. Aber im nächsten Part geht's dann mit diesem Roderick-Typen weiter. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss!